bin mit einem neuen Namen in eine neue Stadt gezogen und ihr wolltet wissen, wieso, und ich erzähl's euch jetzt. In meiner Grundschule gab es eine Gruppe von Kindern, die generell andere gemobbt haben. Zu einer bestimmten Zeit hatten sie es besonders auf mich abgesehen, wollten irgendwas von mir haben und haben mich schon in der Schule bedroht. Aber die schlimmsten Sachen sind erst danach im Schülerhort passiert. Und wer mich schon wirklich sehr lange verfolgt, weiß vielleicht schon, was danach passiert ist. Im Schülerhort angekommen, haben sie nämlich zu mir gesagt, dass ich auf den Hinterhof kommen soll. Zu der Zeit war es tiefster Winter und Minusgrade. Mit der Hoffnung, dass jetzt alles gut wird, kam ich also raus. Aber dort haben sie bereits mit Seilen auf mich gewartet. Sie haben mich dann mit 7 Leuten an einen Zaun gefesselt. Ich war nicht nur mit Händen und Füßen, sondern auch an meinem Hals festgebunden. Und das ohne Jacke über viele, viele, viele Minuten. Dass ich außer den Schmerzen durch die Seile auch absolut unterkühlt war. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Angst ich in dieser Situation hatte. Und um ehrlich zu sein, fällt mir das auch heute nicht immer so leicht, darüber zu reden. Nachdem ich irgendwann komplett aufgelöst war und es mir sichtlich schlecht ging, hat mich eine Person dann losgebunden. Derzeit hatte ich leider bereits aber schon Fesselmale überall und habe anschließend kein Wort mehr geredet.